Jetzt stellen wir Ihnen aber erstmal ein wirklich tolles Projekt vor. Es kommt aus Dresden, es heißt Effata, öffne dich. Es ist ein Filmprojekt von 10 ehrenamtlichen Kreativen. Mit einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne sind sie im Januar gestartet. Seitdem hat das Team jede Menge geflüchtete Menschen getroffen und interviewt. Und jetzt sind viele Stunden spannendes Material im Kasten, die zu Filmen werden sollen. Entschuldigung, wir können auch selber sprechen. Benam und viele andere ehrenamtliche Dresdner stecken hinter Effata, öffne dich, einem Filmprojekt, das geflüchteten Menschen eine Stimme gibt. Vor gut einem Jahr ist das Team mit einem Crowdfunding gestartet und hat seitdem zahlreiche Interviews mit Geflüchteten geführt. Material, das nun besprochen und geschnitten werden will. Genau, also Alltagsrassismus, Gesundheitsversorgung, psychisch steht noch an, die Arbeitssituation und das Erlernen der deutschen Sprache. Ziel des Projektes ist es, auf die Themen aufmerksam zu machen, die geflüchtete Menschen bewegen. Während der Dreharbeiten hat das Team festgestellt, dass das oft gar nicht die Themen sind, die in den Vorurteilen so vorkommen. Wir haben auch immer versucht, die Menschen nach ihren Wünschen zu fragen in den Interviews. Und fast immer war die Antwort, dass sie einfach gerne in Frieden und zusammenleben möchten. Dass sie sich wünschen, dass die Leute eine Offenheit haben, sie kennenzulernen als Menschen und sie nicht in Schubladen gesteckt werden. Meistens mit Menschen, vor denen sie ja geflohen sind auch. Und dass ganz andere Schwerpunkte irgendwie wichtig waren, wie zum Beispiel der Arbeitsmarktzugang, also dass die Leute so gerne arbeiten wollen, aber dass der Weg dahin so sehr erschwert wird, während ihnen gleichzeitig mal vorgeworfen wird, dass sie nicht selber ihr Geld verdienen würden. Eine Arbeit zu finden ist oft nicht einfach. Nagis hatte mit ihrer Schwester einen Laden für orientalische Spezialitäten. Vor einem Monat mussten sie schließen. Seitdem schreibt sie Bewerbungen. Im Filmprojekt kann die Iranerin nun ehrenamtlich ihrem eigentlichen Job als Karikaturistin nachgehen. Ich war freie Journalistin. Ich habe in einer Zeitung gearbeitet. Und wegen meiner Karikaturen und meiner Aktivität hatte ich Probleme. Bin ich nach Deutschland gekommen. Und dann hier hatte ich 3-mal Ausstellungen von meinen Karikaturen. Und das Thema war die Frauen in Religion Islam. Jetzt habe ich Angst, wieder zur Heimat zu fliegen. Seit 10 Jahren ich war nicht in Heimat. Der erste Film ist fast fertig. Er dreht sich um das Thema Gesundheitsversorgung. Im Teaser kriegt man einen kleinen Einblick, auch von Nagis Animationen. Also ich habe gehört, in Deutschland gibt es viele alte Menschen. Dann später muss auch jemanden sie kümmern, die alten Menschen in Deutschland. Wer? Also es gibt nicht viele Jugendliche. Irgendwann, wir müssen das machen. Ich mache das, kein Problem. Insgesamt 5 solcher Filme sind derzeit geplant. Sie sollen Teil eines Konzepts für politische Bildung werden. Für ein offenes Miteinander statt gegeneinander.